kurzfristig habe ich mich entschieden, jetzt doch schon aus der Stadt rauszufahren und eine kleine Tour zu unternehmen. Und in erster Linie ist das ein guter Testlauf für das Moped. Andererseits aber auch, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen, wie smoky das Ganze hier außerhalb der Stadt wirklich ist. Weil unter Umständen macht es dann auch gar keinen Sinn, den kompletten Mae-Hong-Song-Loop zu fahren, wenn dort in der Provinz die Hauptproblematik dieser ganzen Burning-Season-Geschichte ist. Ansonsten geht es jetzt erstmal los auf den Samong-Loop. Handy ist aufgeladen, Powerbank als Backup dabei, eine Faltkarte habe ich auch noch. Kann also nicht allzu viel schief gehen. Leider sieht das so aus, als wäre der etwas schief angeklebt. Hab jetzt von der Schnellstraße aus zufälligerweise diesen weißen Tempel hier auf dem Hügel gesehen und versucht da einfach mal hinzukommen. Bin gerade durch so ein kleines Dorf gefahren. Sieht recht steil aus. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Weg hochführt oder ob das nur per Fuß zu erreichen ist. So, da habe ich das Ganze auch schon erreicht. Es handelt sich hier um den Wat Ban Pong. Liegt oberhalb des Hügels. Ich bin dazu einfach mal einen Kilometer von der Hauptstraße abgefahren. Von hier oben dann auch jetzt mal ein erster Weitblick. Hatte ich mir jetzt eigentlich schlimmer vorgestellt, obwohl es von hier oben schon heftiger aussieht, als der Blick von unten hat vermuten lassen. Okay, also dann mal weiter. Ich habe nämlich noch einiges an Strecke zu machen. Gerade mal auf Google Maps geguckt. Ich kann jetzt nicht irgendwie an jedem Stein stoppen und alles filmen, sonst ist der Akku halt schneller leer, als ich überhaupt um den Berg rum bin. Deswegen geht's jetzt erstmal weiter. Und ganz ehrlich, einen Kaffee könnte ich auch mal vertragen. Ich bin jetzt einfach mal abgebogen und so eine kleine Straße an den Hügel hochgefahren. Mache jetzt erstmal eine Kaffeepause. Vielleicht hat man von hier oben auch einen ganz guten Ausblick. Kurz von der Route abgewichen. Ich stehe jetzt hier im Samong Village, bin da zufällig an so einem Markt vorbeigekommen, den gucke ich mir natürlich jetzt auch an und werde wahrscheinlich hier irgendwo eine Kleinigkeit zum Mittag essen, bevor ich dann weiterfahre Richtung Samong Forest. Frühes Mittagessen. Ich habe heute Morgen nicht gefrühstückt, habe nichts gefunden, was auf hatte, bevor ich gefahren bin. Kommt mir deswegen sehr gelegen. Das ist halt auch absolut das Schöne hier, dass man in den nächstbesten Laden einfach reingehen kann und das Essen ist eigentlich immer gut. Also wirklich schlecht habe ich hier bislang noch nie gegessen. Wait is coming on the sword.
Mittlerweile bin ich jetzt im Deusotepui-Nationalpark angekommen. Letzte Station auf meiner Tour heute ist der Wasserfall von Meisei. Durch Meisei bin ich gerade durchgefahren, habe da kurz aufgetankt. 100 Baht kostet das Ticket. 20 Baht parken für Mopeds ist durchaus okay. Der Wasserfall hier ist wohl ziemlich bekannt. Wasserfall ist übrigens falsch. Eigentlich handelt es sich hier um Wasserfälle. Wie man hier sehen kann, hat der verschiedene Plateaus, die man halt alle besuchen kann. Scheint doch etwas größer zu sein hier die Anlage. Das war jetzt ein kleiner Eindruck vom Samoeng Loop. Ich war jetzt länger an dem Wasserfall, als ich eigentlich eingeplant hatte. Hatte aber auch nicht damit gerechnet, dass das hier noch wirklich so viel Gelatsche ist. Die Steigung sieht auf jeden Fall harmloser aus, als sie ist. Hat sich aber doch gelohnt. Mein Fazit, wenn man Bock auf Mopedfahren hat, kann man das auf jeden Fall machen. Man sollte viel Zeit einplanen. Die Wege sind dann doch länger, als man denkt. Ich war jetzt immerhin selber gute 6 Stunden unterwegs. Hätte mir natürlich noch viel mehr unterwegs angucken können. Unter anderem bin ich auf dem zweiten Teil meiner Passage am Botanischen Garten von Königin Sirikit vorbeigekommen, auch an einem Elefantencamp. Das soll allerdings jetzt eins von denen sein, die man nicht unterstützen sollte, da die auch Elefantenshows anbieten und Elefantenreiten für Touristen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder auf den Weg nach Chiang Mai zurückmachen.